Wir wollten ja mal zeigen, wie das mit dem Duschen bzw. Baden in Japan funktioniert, mit der Badewanne. Dann fangen wir hier mal bei der Duschkabinenbelüftung an. Und hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Man kann lüften, man kann heizen in zwei Stufen, man kann trocknen und man kann Kaltluft einblasen lassen. Da kann man alles wieder ausschalten. Das heißt, jetzt, wo wir es ein bisschen wärmer haben wollen, sagen wir einfach mal, okay, wir wollen die Kabine heizen. Die läuft jetzt 2 Stunden. Kann man auch einstellen, dass man 3 Stunden oder länger haben möchte oder auch kürzer. Also wir stellen zum Beispiel mal 1,5 Stunden ein. So, jetzt gehen wir hier rüber. Das ist die Duschkabine, beziehungsweise die Badewanne. Und man kann natürlich ganz normal Wasser in die Wanne lassen hier. Kann man Temperatur einstellen und dann, ob es hier unten rausläuft oder ob es zu einem Duschschlauch hochgeht. Brauchen wir aber nicht. Sondern wir gehen hier zu diesem tollen Bedienterminal und machen das mal an. Sehen wir hier 2 Temperaturen. Das ist die Temperatur, die zum Wasserhahn rauskommen würde. Und das ist die Temperatur für die Badewanne. Und man kann jetzt natürlich die Badewannentemperatur einstellen. Hier kann man sagen, ich möchte 38 Grad haben. Und man kann einstellen, wenn man die Badewanne füllen lässt, ab welcher Füllmenge man einen Hinweis erhält. Dann kann man dann vorzeitig anhalten oder eben doch vorlaufen lassen, wie man möchte. Kann man hier 140 Liter zum Beispiel. Genau. Und dann muss man eigentlich nicht mehr viel machen. Man muss nur noch an den Stöpsel denken. Hier einen schicken Stöpsel, ist auch eine interessante Form. Kannte ich so von zu Hause auch nicht. Und dann macht man hier den Stöpsel rein. Und dann drückt man noch hier oben auf Wanne füllen. Und dann wird hier unten Wasser in die Wanne gefüllt. Kommt schon. Und zwar genau mit der Temperatur, die ausgewählt worden ist. Wenn einem später dann irgendwie zu kalt wird in der Wanne oder was viele Japaner auch machen, die lassen die volle Wanne, decken sie ab. Da gibt es so ein Rollo zum Abdecken. Und lassen das Wasser drin, ne? Weil viele sich ja vorher waschen und dann in die Wanne steigen und deswegen wird das Wasser nicht so dreckig. Und dann möchte man das Wasser später nur noch nachheizen, das heißt wieder auf Temperatur bringen. Und das kann man natürlich auch problemlos machen. Da gibt es dann hier diese 2. Taste. Und mit der Taste kann man, wenn Wasser schon drin ist oder wenn einem das Wasser zu kalt ist, was drin ist, kann man per Knopfdruck das Wasser nachheizen lassen. Und auch eine schicke Sache, wenn man in der Wanne liegt, denkt, ist ein paar Grad zu kühl, möchte ich noch ein bisschen wärmer haben, dann kann man das damit auch wieder aufheizen. So, das war's soweit von der volltechnischen Badewanne.